Züge und Radiotechnik. Dem geneigten Fachzuschauer brauche ich ja nicht zu erklären, was eine NIPCO-Scheibe ist. Hier ist eine Abbildung aus einem Jugendbuch aus dem Jahre 1974 und hier sehen wir einmal den Einband dieses Buches. Auch für den interessierten Erwachsenen ein noch heute lesenswertes Buch. Hier ist im Museum in Körer ein Nachbau einer NIPCO-Scheibe zu sehen. Ein Vereinsmitglied aus dem Fernsehmuseum Stassfurt hat sie gebaut und mitgebracht und hier vorgeführt. Ich möchte die schlechte Bildqualität entschuldigen, vor allem das Wackeln und teilweise unscharfe Bilder, aber leider ließ sich das mit meiner Kamera bei diesen Lichtverhältnissen nicht anders machen. Die Adresse, wo diese NIPCO-Scheibe zu sehen ist, blende ich am Schluss noch einmal ein. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass dieses Gerät mit modernen Bauelementen gebaut wurde und nicht nach dem historischen Vorbild. Ich möchte den Unwissenden daran erinnern, dass das Patent für die NIPCO-Scheibe 1885 erteilt wurde. Die Idee war, ein Bild über weite Strecken zu übertragen. Natürlich fehlten damals die technischen Voraussetzungen, um das auch durchführen zu können. Die Idee war geboren, ein Bild zeilenweise abzutasten, so wie es auch bis heute in der analogen Fernsehwelt noch üblich ist, nur dass es elektronisch geschieht. Ich möchte nicht nationalistisch sein, aber die Grundlage für das Fernsehen ist eine deutsche Erfindung. Daran sollten einmal alle diese schlauen Menschen denken, die heute von TV reden und ausschließlich von TV. Wobei das natürlich auch falsch ist, da es ja aus dem Englischen kommt und TV heißen müsste. Doch lassen wir den Erbauer jetzt sein Gerät erklären. Ja, das ist ein Modell, wie das Patent von NIPCO 1884 funktioniert haben soll. Und ich habe das jetzt mechanisch genauso aufgebaut, allerdings mit moderneren Bauelementen, damit wir nicht mit so hohen Spannungen arbeiten müssen. Ich habe hier auf der Seite die Hintergrundbeleuchtung mit Mattscheibe. Dort kann man ein beliebiges Bild reinbringen. Das Objektiv projiziert dann das Bild, hier kann man das auch sehen, auf diese gelochte Scheibe. Das haben die dann in Auftrag gegeben und die haben. Ah ja, man sieht zur Seite verkehrt. Und wenn man das jetzt hier dreht, dann. Wenn ich das langsam drehe, dann sieht man schon, wie alle Bohrungen dieses Bild nacheinander abtasten. Das ist die erste Scheibe, die Abtastscheibe, ja. Das ist die Abtastscheibe, also die Senderseite. Ja, ja. Dann haben wir hier eine Optik, die jetzt für jeden Lichtpunkt aktuell die Helligkeit erfasst und auf diese Fotodiode projiziert. Früher war dort bei NIPCO eine Selenzelle vorgesehen, später war es dann eine Fotozelle, die ja dann noch empfindlicher war. Dann habe ich hier mal so demonstriert die beiden Leitungen, über die ich das Signal übertrage. Das kann also die Telefonleitung sein, das kann Sender-Empfang-Antenne sein. Ja, hier wird das Signal übertragen. Und auf der Empfängerseite wird immer die komplette Fläche, komplette Bildfläche wird beleuchtet mit dem gemessenen Helligkeitswert. Da aber synchron genau die gleiche Bohrung wie hier an der gleichen Stelle dort ist, baut sich das Bild synchron auf. Früher war das ein bisschen schwieriger. Ich habe ja jetzt alles auf einer Welle. Damit habe ich kein Problem mit der Synchronisation. Ja. Die ersten NIPCO-Scheibenfernseher, da musste man die Motordrehzahl per Hand regeln mit dem Putti, bis das Bild stand. Später gab es dann auch eine Synchronisation, wo man dann einen Synchro-Oszillator hatte mit einer Röhre, wo dann die Motorfrequenz mit stabilisiert wurde. Ja, und wenn ich jetzt hier. Können wir mal drehen? Genau, an der Kurbel drehe. Dann sieht man, wie sich aus Bildpunkten, aus Zeilen dann das komplette Bild aufbaut. Ja, man sieht es jetzt hier. Naja, man sieht das Bild genau. Unwahrscheinlich. Gucken wir mal selber. Das ist schwierig zu filmen. Ja, ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Ich mach mal selber, ja. Dann sehe ich das hier gleich. Das ist natürlich jetzt hier mit den. Ah ja. Das war zu schnell. Und
Wir sind bei 3 Umdrehungen pro Sekunde. Entsprechend dieser Übersetzung sind es 12,5 Bilder pro Sekunde. Und das ist auch so, wie die ersten Nipkoscheibenfernseher original betrieben wurden. Da wirkt schon die Trägheit des Auges, dass man dann ein komplettes Bild sieht. Es ist einfach eine Freude, dazu zu sehen. Es ist natürlich ein bisschen schwer, das Bild zu synchronisieren und das dazu noch mit der Kamera in Einklang zu bringen. Hier noch einmal ein einfacheres Motiv. Nipkoscheiben waren bis 1938 zur Filmabtastung beim Fernsehen gebräuchlich. Wenn ihr diese Scheibe einmal in Natur sehen möchtet, dann wendet euch bitte an die hier eingeblendete Adresse. Langsam anfangen, dann sieht man den Zeilen. Hab schon, ja.